Historiker hat einmal geschrieben, die wichtigste Erfindung Japans war die Tatami. Jetzt wissen wir aber ziemlich wenig über die Tatami in Europa. Deswegen werden wir das jetzt einmal anschauen. Die Tatamis haben einen Überzug, den Strohüberzug, den sieht man hier. Das ist dünner Stroh, ganz dünn, das ist die Platte und die kommt auf die Tatami oben drauf. Wie, das zeige ich gleich. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie eine Tatami von Indien ausschaut. Und wo schaut man sich das am besten an in einem alten Dojo? Wie wird das für meinen Meister? Gehen wir mal rein. Sogar. Wir sehen da überall Tatamis herumliegen. Right? Und die Tatamis sind genauso gemacht wie die Tatamis oben im Zimmer, also wie die alten Tatamis, die wir kennen mit dem Streuüberzug. Das Einzige, was anders ist, ist das Plastik. Sonst sind die Tatamis gleich. Und da sehen wir schon die Matte, die wir uns anschauen werden. Okay. So. Also wie schaut jetzt so eine Tatami aus? Ganz einfach. Also ganz einfach ist das nicht. Und zwar, wir haben Stroh ein bisschen in der Längsrichtung geflochten und weiter innen ist das Stroh in der Querrichtung geflochten. Aber es ist nur Stroh. Stroh, da drinnen ist noch eine kleine Holz, sieht man da, eine ganz kleine Holzschicht, ja, das trennt die beiden Flechtungen voneinander. Und dieses Plastik, das da, ja, das bei den Trainingsatamis oben drauf ist, das wird durch die Hülle, die ich gerade draußen gezeigt habe, ersetzt. Okay? Also da ist kein Schaumstoff, da ist nichts drinnen, da ist nur Stroh drin. Right? So wie vor knappe 1500 Jahren, wie sie erfunden worden sind. Das Einzige, was sich vielleicht geändert hat, ist, dass die Größe hat sich ein bisschen verändert. Ansonsten sind die Tatamis ziemlich gleich geblieben. Deswegen klingen auch die Tatamis in dem Dojo anders als die meisten in Europa. Ziemlich hart. Also nichts für die ganzen Weicheier in Europa, die auf irgendwelchen Turnsalmatten herumrufen und glauben, sie können hinfallen. Wer hier hinfallen kann, der kann wirklich hinfallen. Right? Okay. So, jetzt wissen wir, wie eine Tatami von innen ausschaut. Und diese Hülle da, wieder. Okay. Die wir gerade draußen gesehen haben, gehen wir nochmal raus. Die verwenden wir dann zum Schneiden. Also das ist die, sind die Matten, die wir zum scharfen Schwertschneiden verwenden.